Dich plagt ein Schmerz oder ein Kribbeln hinten im Gesäß, eventuell sogar die ganze Beinrückseite entlang. Du hast eventuell sogar Probleme beim Laufen, gerade nachdem du länger saßt. Oder du hast sogar Schmerzen im unteren Rücken. Eventuell leidest du an einem Piriformis-Syndrom. Was du da jetzt genau machen kannst, zeige ich dir direkt nach dem Intro. Bevor wir anfangen, würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn du mir ein Abo und ein Like hier auf diesem Kanal dalässt. Und jetzt geht's aber auch schon sofort los. Der Musculus piriformis ist ein Muskel hinten am Gesäß. Unterhalb dieses Muskels verläuft der Ischiasnerv. Wenn nun dein Muskel zu hohe Spannung hat und die ganze Zeit auf diesen Nerv drückt, kann es zu diesem Kribbelgefühl, Schmerz in Rücken oder Bein oder zu einem Ziehen kommen. Dies entsteht meistens entweder durch langes Sitzen oder beziehungsweise durch einseitige Belastungen oder einseitiges Sitzen. Zum Beispiel, wenn du deine Beine überschlägst oder wenn du irgendwo auch stehst, gerade Frauen kennen das, mit einer Handtasche auf einer Seite und du dann dein Gewicht auf eine Hüftseite verlagerst, dann kann es auch gerne mal dazu kommen. Das Gute ist, dieses Problem kriegt man meist relativ einfach und sehr, sehr schnell in den Griff. Dafür habe ich dir heute 3 Übungen mitgebracht. Du brauchst nichts weiter als irgendeinen angenehmen Untergrund, auf dem du liegen kannst. Zum Anfang setzt du dich erstmal hin und legst nun das betroffene Bein auf das Knie des anderen und legst dich nach hinten in diese Position. Nun umgreifst du das andere Bein, sprich das Bein, auf dem das hier jetzt liegt, und ziehst zu dir. Du wirst schon direkt merken, hier, also auf der anderen Seite, merkst du direkt einen Zug. Und diesen hältst du. Minimum eine Minute. Und dann versuch mal, dein Bein noch etwas mehr ranzuziehen. Du wirst merken, der Zug gibt immer mit der Zeit nach. Und du kannst Stück für Stück weiter zu dir ziehen. Das ist Übung Nummer 1. Diese Übung machst du bitte 1 bis 2 Minuten. Für Übung Nummer 2 knien wir uns hin. Das betroffene Bein kommt jetzt nach vorne und zwar so wie bei mir jetzt über Kreuz zum anderen. Du kannst dich gerne hier vorne abstützen. Das andere Bein strecken wir jetzt mal weit nach hinten aus und jetzt probierst du mit dem Po ein Stückchen runterzukommen, mit dem Oberkörper dich aufzurichten. Du wirst direkt merken, hinten am Po entlang fühlst du jetzt einen starken Zug. Den kannst du noch etwas erweitern, indem du das vordere Knie noch weiter nach vorne ziehst und noch mehr hier raus nach unten drückst. Oberkörper leicht anheben, halten. Und auch diese Übung 1 bis 2 Minuten versuchen zu halten. Bei Übung Nummer 3 gehen wir in den Vierfüßlerstand. Hände unterhalb der Schulter. Und jetzt kippst du dein Becken runter, die Füße hinten ablegen und schön den Oberkörper anheben und hinten wirklich den Po runterdrücken in Richtung Boden. Und auch das versuchst du jetzt mal eine Minute zu halten und 2-mal zu machen. So, kurz und knapp, das waren auch schon die Übungen. Probier doch mal die 3 Übungen jetzt aus. Mach sie gerne mehrfach und schreib mir dann mal bitte in die Kommentare, ob es dir geholfen hat und ob du noch irgendwelche ergänzenden Übungen hast für mich. Wie immer würde ich mich riesig über ein Abo auf meinem Kanal freuen. Also lass das doch jetzt gerne kostenlos hier. Und ansonsten sehen wir beide uns wieder in meinem nächsten Video bei Erlebe Gesundheit.